Studium des Buddhismus. Das war ursprünglich über 7 Jahre konzipiert, aber inzwischen dauert es eher 7,5 Jahre. Und das kann man auch in einzelnen Blöcken belegen. Wenn wir durch die Anweisung im Dharma unser eigenes Glück verwirklichen wollen, müssen wir Erfahrungen sammeln. Und um ausreichend Erfahrungen sammeln zu können, muss man zunächst einmal lernen. Man muss die Inhalte kennenlernen, über die man Erfahrungen sammeln will, die sogenannten Stufen zum Pfad der Erleuchtung. Wie denkt man über ein Thema nach? Wo fängt man an zu denken? Hier geht es nicht um eine Sache von ein paar Tagen oder Monaten, sondern um einen Erfahrungsprozess, der über Jahre, ja sogar viele Leben geht. Deswegen muss man lernen, wie man gute Eigenschaften im eigenen Geist entwickelt und sie auch beibehält. Deshalb habe ich das 7-jährige systematische Studium des Buddhismus konzipiert. In Indien, an unseren Klosteruniversitäten, bieten wir ein sogenanntes Geshe-Studium an. Auch wenn Sie hier durch das systematische Studium keinen entsprechenden Geshe-Titel erlangen können, so enthält es doch zusammengefasst alle Hauptpunkte dieses Studiums. Der Grund, warum ich das Studium konzipiert habe, ist, dass Sie lernen, wie Sie Ihren eigenen Geist entsprechend dem Dharma schulen können. Ich mache das Studium hauptsächlich, um eine Art Gerüst für die Meditation zu haben, dass wenn man sich später mal Fragen stellt, dass man die auch selbstständig dann beantworten kann, weil man eben eine gute Grundlage hat. Im Vergleich zu anderen Religionen war es bei mir doch so, dass ich doch eher das Vertrauen auch gerade durch dieses Studium dann gestärkt wurde, weil es eben sehr viele Begründungen gibt. Wichtiger ist, dass ich das heute beobachten kann, dass es immer noch viele Menschen gibt, die das praktizieren, die das intensiver praktizieren können als ich und vollständiger praktizieren können als ich und offensichtlich aber dabei Ergebnisse erzielen. Sie also zu zufriedenen Menschen werden, ruhige Menschen, liebevolle Menschen und so. Also was den Ablauf dieses systematischen Studiums des Buddhismus betrifft, da ist es so, dass wir eben im Laufe eines Jahres 40 Arbeitskreise haben. Ne? Also es sind 2 Semester mit je 20 Arbeitskreisen, die finden meistens am Samstag statt, bei manchen Kursen auch am Freitagabend. Ne? Und dann bekommt man eben regelmäßig so das Textmaterial, liest sich das zu Hause im Laufe der Woche durch. Und am Samstag kommen wir dann zu diesem Gesprächskreis oder Arbeitskreis zusammen. Und da gibt es dann eben auch Arbeitskreisleiter, und die diese Studien schon länger gemacht haben und auch einige Erfahrung darin haben. Und dann wird eben darüber diskutiert, man kann all seine Fragen stellen. Und wir können natürlich nicht wie im buddhistischen Kloster 5 Stunden am Tag philosophische Debatte machen, aber wir haben wenigstens einmal die Woche diese Arbeitskreise. In den tibetischen Klöstern gab es früher die Debatte, die man, nachdem man Unterricht bekommen hatte, von seinem Lehrer durchgeführt hat. Das versuchen wir etwas ähnlich zu machen. Ich versuche, zur Diskussion anzureizen, dass Fragen kommen und wir dann gemeinschaftlich reden über die aufgetretenen Fragen. Und wir versuchen dann, den gelernten Stoff anzuwenden, auch auf unser tägliches Leben. Wir versuchen, die Einzelfälle herauszuarbeiten, in denen das theoretische Studienmaterial in unserem Leben auftritt. Ich bin jetzt im 3. Jahr Fernstudent in dem 5-jährigen Studium, das heißt buddhistische Philosophie, das ist der Studiengang. Und da bekomme ich regelmäßig Quellentexte zugeschickt. Und diese sind dann kommentiert von Geshe, das ist auch schriftliches Material mit dem Unterricht, den er dazu gegeben hat. Und zusätzlich bekomme ich eben noch die Arbeitskreiskassetten, die Aufnahmen. Ja, die Kassetten sind einmal schön, weil man dann auch mal nicht die ganze Zeit da in diese Texte starrt, sondern auch mal was hören kann. Und dann ist es natürlich lebendiger. Also da werden dann Fragen gestellt. Ich kann auch einen Brief schreiben oder anrufen und einfach mal selbst eine Frage stellen, die dann auch dort besprochen wird. Und ja, das hilft beim Verständnis der Texte einfach weiter.
Neben diesen Lehrgängen, das ist inzwischen die Hauptaktivität des Tibetischen Zentrums, gibt es eben noch so die üblichen Wochenendveranstaltungen, die wir schon seit Anbeginn des Zentrums haben. Und dann gibt es eben auch noch mehr so Veranstaltungen wie zum Beispiel die Dienstagabend-Meditation. Also dienstagabends kann man immer ins Zentrum kommen, kann hier eine Führung mitmachen, also so durch das Haus, und dann gibt es anschließend eine Stunde geleitete Meditation und dann im Anschluss daran einen Gesprächskreis, wo man einfach alle Fragen, die man hat, stellen kann. Ich finde es auch sehr stark, dass wir hier in Deutschland dieses Studium, was damals in Tibet sozusagen abgelaufen ist, dass diese Texte, diese Quellentexte hier übersetzt worden sind ins Deutsche, und dass das eine unglaublich schwierige Arbeit gewesen ist, die auch von den Übersetzern hier geleistet worden ist. Ich arbeite jetzt hauptsächlich als Übersetzer im Tibetischen Zentrum. Aus meiner eigenen Erfahrung denke ich, dass es hilfreicher ist, wenn man mit einer Motivation übersetzt, dass diese Übersetzung auch dem Leser oder den Zuhörern für spirituelles Weiterkommen dienen möge. Es ist allerdings immer sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man zu den Texten mündliche Erläuterung bekommt aus der lebendigen Tradition. Wenn wir bedenken, zum Beispiel unser Geshe, der Geshe Thupten, hat bis 25 Jahre, 30 Jahre lang diese Texte intensiv studiert in seiner großen Klosteruniversität. Und da steckt ein tiefes Wissen, ein breites Wissen dahinter, nicht nur aus seiner Studienzeit, sondern von Generationen von Lehrern. Und das bei der Übersetzung eines schriftlichen Textes außer Acht zu lassen, wäre meiner Meinung nach ein großes Versäumnis. Die Rolle des Lehrers ist es, Anweisungen im Dharma zu geben, beziehungsweise buddhistische Methoden zur Geistesschulung zu vermitteln. Und zwar denen, deren Herzenswunsch es ist, den Dharma zu hören und die Anweisungen mit dem eigenen Geisteskontinuum zu verbinden. Es gibt viele Buddhisten, aber auch Nicht-Buddhisten, die mittels buddhistischer Methoden die Probleme in ihrem eigenen Geist beseitigen wollen. Und wenn einige von ihnen Buddhisten geworden sind und nach buddhistischer Anleitung praktizieren, gibt es einen vollständigen Plan, wie man die Stufen auf dem Pfad durchläuft. Bei dem Studium hat der Lehrer für mich die Bedeutung, ein Katalysator zu sein. Wenn ich etwas selber lese, bin ich auch sehr beeindruckt von dem, was ich lese, dharmamäßig. Aber wenn ich das dann von Geshe höre, dann kriegt der gleiche Text, den ich selbst durchgelesen habe und den ich auch kenne, der kriegt so etwas